ist der Wunderkopf? Komm ich nicht ran, ich fass es nicht, hat gar nichts gebracht, ey. Einmal vielleicht nicht. You got yourself a boo-boo! Und das bringt auch nichts. Guck mal, hier irgendwo was. Oh, I like it! Ich kann den nicht nehmen, ich kann den nicht nehmen. Sorry, boy. You alright? Die Kettensäge kommen wir nicht ran. Doch töten. Ja, dann nimmst jetzt alle Sachen auf einfach und volle Kanne rauf auf den Typ. Mit allem, was wir haben, mit allen Munition und. Hast du schon Sachen unten auch aufgenommen? Nee. Pistolen und so? Nee. Ja, dann mach ich mal. Danach können wir so. Sicher, dass wir danach? Ja, gut. Kannst du. Mal kombinieren würde ich, oder? Hier was von da. Hm, ja. Munition. Für den Kampf jetzt wahrscheinlich wichtig. So, jetzt schaffen wir es auch, weil jetzt wissen wir wirklich, was wir machen müssen. Einfach nämlich. Aber der hat ja echt schon viel ausgehalten, ne? Ich hab ich das Ganze. Hä, wie hab ich denn. Wir haben das vorhin gekriegt. Nachladen irgendwie geht auch nicht. So. Doof, dass er den nicht mal kommen hört irgendwie, ne? Ja. Kann nicht laufen. Ja, der ist schnell irgendwann, ne, irgendwie. Oder wir sind einfach zu doof, richtig zu laufen. Ach, jawoll! Oh! Das ist ein Werwolf oder was? Oh, jetzt holt er die Ketten. Was ist das denn für eine Kettensäge, Alter? That's the
sicken. Beide zusammen rein. Warte, dann erstmal so ein Schuss. Genau. Jawoll. Motor, der Motor drauf. Den anmachen. Wie? Viereck. Mach ich erstmal, ja, klar. Nimm mal Medipack, nimm mal Medi-Ding. Steuerkreuz, nach unten. Das ist eigentlich. Die Pack haben wir nicht auf Dings gepackt. Ja, müssen wir gleich mal auf schnell Dings und Taste tun. Ja. Weiter geht's. Ja. Dann halt beim vierten Mal. Hier noch Schluck auf. Munition wechseln. Ja, armer Deputy. Ja, bla 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 bla. Nimm das doch jetzt einfach nicht auf. Hast ja auch kein Problem mit dem Tag gleich. Hab ich doch sowieso, glaube ich nicht. So. Okay. Obwohl, ja, du hast Kettensäge. Kann man die Kettensäge gleich trotzdem nehmen? Ich glaube ja. Okay, soll ich, meinst du, ich soll mit der kleinen Knarre erstmal anfangen eben? Nee, ich würde direkt mit der Dings rot. Hast ja gesehen, wie viel Dings gebraucht. Aber was die Frage, was brauchen wir nachher für Munition noch? Sind nicht wie selten die. Ach, egal. Ach, oh, Dings. Wollten wir noch auf Schnellvolt-Taste tun. Dieses Scheiß. Oh, so. Renn nach rechts, ist es da. Oh, hoppala. Rechts unten ist rot, links. Okay, alles klar. Jetzt aber, jetzt kriegt er richtig auf den Arsch. Oh, eben komplett Kopf. Scheiße. Fuck. Lachlan. Scheiße, wieso lädt der denn nicht. Achso. Achso. Nein! Ja, dann war die Power-Position hier. Ah,
Nein, der Motor ist aus. Wie soll man denn die Kettensäge jetzt auf Dings? Alter, ich fass es nicht. Ja, ist gut. Mach einmal. You go down. Do me a favor and stay dead. Ja, das glaubst doch nur du, ey. Ja. Das war wahrscheinlich der erste Endboss. Nur vom Zugucken schon. Ja. Schweiß. So, wir können jetzt mal wieder einstecken, unsere Kettensäge. Kettensäge, oh, nimmt nur eins Blatt ein, das ist natürlich dankbar. Das ist gut, wir nehmen noch ein paar Überreste von. Ist das nochmal was anderes drin, hast du gesehen? Letztes Mal war da Pistolenmunition oder so, ne? Ja. Flintenmunition, ne? So. Jetzt ist immer die Frage, wo sind wir überhaupt hier? Wir sind in der Leichenhalle. Anschließend zum Zerlegungsraum. Da ist eine erste Hilfe, ja, als wissen. Auch. Ja, und hier gibt's eigentlich nicht mehr viel, ne? Ja, das sagst du jetzt einfach so. Ich weiß es gar nicht. So, okay. Ne, mehr gibt's hier nicht. Looten können wir auch nix. Also, das ist hier in dem Spiel nicht. Also, würde ich sagen, jo, hier kommen wir hier auch nicht durch. Regenregal ist auch nichts mehr drin. Aber wir haben mit der Kettensäge jetzt ein schönes Spielzeug. Ein schönes neues Spielzeug. Nehmen wir auch Ton erfüllen. Und ja, super. Oh. Ah, oder? Ja, für den Handwerker, Alter. Na gut, Hauptsache die Tür so. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht raus. Ich habe die Befürchtung, dass wir irgendwo hier nach diesen Schlangen oder Krähen Schlüssel suchen müssen. Da vorne ist die Tür. Also gucken wir, was der Deputy jetzt macht. Ah, hängt immer noch. Abhängen. Kann den auch nicht messern, also geht auch nicht. Okay. Was meinst du mit Schlangen? Hier sind noch Schlangen nachher oder was? Nee, Schlangenschlüssel für unten gleich die Tür. Ach so. Aber wenn du jetzt mal runter gehst auf der rechten Seite. Ja. Da geradeaus. Kannst du, ach, da was abgelegt. Was ist abgelegt, ja? Nee. Wir müssen eigentlich, wir müssen jetzt wirklich zurück. Weil da, guck mal da oben. Ja, ja, genau. Ja. Das wäre die perfekte Abkürzung mit. Oh, wir haben ja keinen Schlamm. Habe ich irgendwas verpasst? Haben wir irgendwas in Belohnung? Nee, gemacht? Vielleicht da nochmal eben gucken oder irgendwie sowas. Ja, aber ich denke mal, wir werden durch den Hundekopf wahrscheinlich den Schlangenschlüssel kriegen, oder? Irgendwie so. Meinst du? Was meinst du jetzt nochmal? Entschuldigung, als ich hier. Okay, warte. Hier erstmal jetzt hier rein. Gesundheit.
kann ja jetzt nur eigentlich Legungsraum wieder rein, meinst du? Und dann da oben lang gehen mal? Ja. Hier ist auch ein Dach, ja, hier. Doch gar nicht. Spoilerraum und so. Komplett wieder zurückrennen. Oh, oh. Deswegen, also eigentlich wäre es ja sinnvoll gewesen, wenn du da einen Schlangenschlüssel bekommen hättest. Siehst du da oben? Auf der linken Seite. Dann ja, aber von der Leichenhalle ging es ja gar nicht weiter. War ja alle. Wenn du oben runtergegangen bist, die Treppe. Ja, auf der linken Seite des Schlangendings. Ja, ich würde da nochmal gucken gehen. Wenn du jetzt komplett nochmal zurückläufst. Wo der Schießkörper war. Ja, ich weiß nicht. Da ging's. Also für mich macht das keinen Sinn, später hier nochmal herzukommen, oder? Ich meine, wenn das ganze Spiel spielt sich ja nur in dem einen Haus ab. Wahrscheinlich wird es schon ein paar Orte geben, wo wir nochmal hin müssen. Gut, wir haben jetzt erstmal den Hundekopf, den dritten, das heißt, ja, wir können den dritten Hundekopf reinsetzen und den Schlangenschlüssel kriegen wir hier noch früh genug. Zack! Oh, Running Gag, irgendwann kriegen wir was rein, die ist noch kaputt hier. Nee, das geht nie kaputt. Ne? Willst du es gerne oder was? Nein. Keine Munition mehr. Doch. Aber wir bleiben mal im Schussmodus, da weiß ich ja nie. Hier sind wir für Creeps gekommen. Denn wir haben ja auch schon lange nicht mehr gespeichert, muss man dazu sagen. Ja. Werkstatt, 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 Werkstatt. Warte mal. Ich will doch raus, ihr Motherfucker, Mann. Oh, hier summt jemand. Hörst du das? Ja. Oh, fuck, Mann, ey. Blöde scheiß Granny, ey. Mach ich erstmal. Anderes dann ja egal. So. Home sweet home. So, jetzt müssen wir kurz gucken, was haben wir denn? Skorpionschuss brauchen wir erstmal nicht. Starkes Erste-Hilfe-Arznei brauchen wir auch nicht. Das sparen wir uns mal auf für später. Das Kraut können wir mal mitnehmen. Wollen wir jetzt noch nichts haben, mit dem wir das mixen können, aber das kommt sicherlich noch. Ja, dann speichern wir mal. Gehen damit noch unseren letzten Part, würde ich sagen. Weil irgendwann rufen muss ich auch nach Hause. Ne? Nee. Ja, heute ist nämlich erst Dienstag und ich muss früh raus. So. Wem sagst du das? So, weiter geht's. Wir gehen jetzt Richtung. Wieso haben wir eigentlich noch nie versucht, die Granny zu töten? Ach, geht gar nicht. Guck mal, ich kann die gar nicht ansehen. Genau, sie haben Schutz drinne. So, nochmal kurz auf der Map gucken. Geradeaus, rechts und dann sind wir schon da. Guck mal einfach. War hier der Dude noch? Den hast du nicht getötet, oder? Nee, aber der steht aber sonst immer rechts. Das spawnt er zumindest. Ah, okay. Den, nochmal keine. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Einfach nur weg. Also, streng genommen könnte es ja der Ausgang sein vom Haus. Das wird nicht der Ausgang sein. Nee, das wird auch nicht. Ja, wir haben das Haus verlassen. Kommt's. Aber wir finden uns natürlich alles andere als sicher. Weil ja auch Mia noch in dem Haus steckt. Und unsere Mia gehen wir natürlich nirgendwo hin. Schießbüro.
Kombinieren. Was denn? Garten. So, jetzt können wir. Ich wäre jetzt erstmal dafür, dass wir uns Munition herstellen, ne? Weil jetzt haben wir drei, das muss irgendwie reichen. Und jetzt könnten wir theoretisch nicht. Ja. Mal flüssig hier. Klopfi. Safe Room. Sehr nice. Und noch nichts für die Knarre. Defekte Pistole. Okay, die können wir erstmal. Ja, weiß ich auch nicht. Was ablegen gleich, oder? Speichern können wir hier auch. Das machen wir auch gleich nochmal eben. Wollen wir hier telefonieren? Natürlich nicht, aber in 2 Minuten klingelt es sowieso, weil Zoe uns anruft. Oh, was denn hier? Münze? Oben ist Steroids. Soll das sein? 3 Münzen, wetten? Wie 3 Münzen? Steht doch da drunter, da steht 3 auch drunter. Rechts, was ist das? Achso, meinst du, ja, man kann ja bestimmt Sachen freispielen, ne? So quasi ja. Nach dem Motto. Und was kriegen wir? Heroide. Erhöht Max Health oder was? Oh cool, das ist doch nice. Das nehmen wir doch immer, oder? Da, cool, stellen, die muss ja nice. Enorm und erhöhen hier. Coole Idee. Howie. Jawoll. Da können wir noch die Münzen loswerden auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, aber uns fehlen nur noch 2 Stück, das ist gar nicht so schlecht. Hätte ich wieder mehr Bock, die zu suchen. Hätten wir mal mehr die Augen offen gehalten. Aber gut, wir fänden schon noch ein paar Münzchen. Was ist wieder in diesem ekligen Kühlschrank drin? Das sieht doch so gar nicht so eklig aus. Ist das auch wieder dabei? Ach, da oben. Noch ein Familienfoto. Ja, manche sehen gut aus, manche Figuren, manche, so wie jetzt der Papa. Da sieht man schon, dass es sehr, sehr animiert, ja, ist. Animiert, die anderen, ne? Können schon als Foto durchgehen, ja. Aber der sieht dann noch so ein bisschen aus. Ein Zettel von so einem Fragezeichen. Aha, es gibt also auch ein Serum, welches einen heilen kann. Ein Wow, eine Münze! Und eine Waffe. Kostet mal locker 9. Was? Kostet 9 Münzen. Ja, also wenn wir unsere eine Münze hier los, aber eine. Asteroide schon mal. Nachladegeschwindigkeit, okay. Ja, dabei Muskelkraft erstmal passen. Bekraftung. Halt, ne? Lämpchen ist auf neu links, oder? Nee, ich weiß, was du meinst. Sah aus wie so ein Herz, ne? Das war einfach nur so. Weg. Geil. Haben wir noch was? Oh, ein Busenhalter. Ich könnte, sorry. In so einer Situation würde. Na egal. Okay. Das kann nur ein Mann denken. Das ist die Wirkungstag zum Schluss. Gibt's so wirklich? Keine Ahnung. Das ist ja nicht der. Experten hier. Gut, wir haben alles. Ich guck nochmal, was wir ablegen können. Wir müssen wieder ein bisschen Zeug dazu. Wie lasst die defekte Pistole mal hier? Ja, mit einem Reparatursatz kriegen wir später bestimmt noch. Ja. Und den Rest nehmen wir mit, oder? Kraut und Schießpulver. Können wir vermengen unterwegs. Wir haben jetzt 2 Slots. Das ist das Psychotonikum. Ja, dann lass uns nochmal speichern und ja. Ich würde nur vorschlagen, dass wir an dieser Stelle. Winke, uns dann noch erstmal verabschieden. Ja. Jetzt müssten wir mittlerweile sogar bei Part 9 sein. Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Das ist jetzt Part 9, genau. Ihr werdet es ja sehen, hoffe ich zumindest, dass genau. Ihr es seht. Wir hatten viel Spaß, ich hoffe ihr auch. Ja, seid dabei, wenn wir nächsten Dienstag wahrscheinlich wieder live mit euch spielen. Und gucken, was wir dann das erste Mal quasi in Freiheit tun werden. Ich habe noch einen Blick. Ah, siehste. Das Telefonat
Das haben wir beim nächsten Mal. Das haben wir beim nächsten Mal. Alles klar, schönen Abend noch. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Tschüss.